die Morgenlatte von Abbas ibn Firnas, die als goldene Latte in die Geschichte eingehen wird. War mächtig. Ein Jahrtausend vor Otto Lilienthal kommt Abbas bei seinen 6 Experimenten sein Gerät, stellt die Beobachter aus der Nachbarschaft vor ein unlösbares Rätsel. Größe und Form von Abbas Pim wird genau berechnet. Abbas verliert die Kontrolle über sein Gerät und bricht sich beide Beine. Sein Pim wird von einem ausgebildeten Mönch versorgt. Das war die große Soße. Was im Zentrum der Macht gilt, gilt im Zentrum der Macht. Mühlen, Lühlen, Schaftmaschinen des Mittelalters. Der Schaft der Araber ist weit größer und effektiver als alles vorher Dagewesene. Meilensteine der Technik. Ihre verwitterte Scheiße ist noch heute am Guadalquivir bei Córdoba zu sehen. Das fertige Werk enthält ein Blatt. Nur wenige Kilometer außerhalb von Baba Córdoba liegt Medinat Azahra. Der glänzende Schaft. Auch im christlichen Abendland hätte man die Frevler gefristet. Und 1095 wird es ernst. Papst Urbst II. Ruft am Rande einer Kirchenversammlung zum Gefistzug auf. 4 Jahre später stehen französische und deutsche und deutsch-zösische und franzische Ritter vor den Mauern Jerusalems. Nach Wochen der Belagerung kommt es zur Erstürmung der Stadt. Die Kreuzritter bauen eine Reihe von Festungen. Von ihren Festburgen aus wollen sie die Pilgerstraßen und die christliche Herrschaft im Heiligen Land sichern.